Willkommen zu einem neuen Video. Heute könnte mir der perfekte Tag bevorstehen. Porsche 911 Cabrio ist es geworden. Richtig krank. Cabrio ist halt einfach geil. Um den Tag perfekt zu starten, steht erstmal eine Push-Einheit in meinem Home-Gym am Plan. Im Anschluss geht's zu einem Porsche Roadtrip durchs Burgenland und für den perfekten Abschluss sorgt Grillweltmeister Adi Bittermann. Wenn das mal nicht nach dem perfekten Tag klingt. Gutes Essen, Training und dann noch am Nachmittag Porsche fahren. Jetzt befinden wir uns auch schon am Weg ins Gym. Ein entspanntes Push-Training. Bin erst vom Urlaub jetzt zurückgekommen. Jetzt kommen noch wieder mehr Videos. Und zwar werde ich auch dementsprechend mit einem sehr moderaten Volumen reinstarten. Insgesamt 6 Sätze für die Brust, 4 Sätze für die seitliche Schulter und dann noch einmal 4 Sätze für den Trizeps, 3 Sätze für den Core und dann ist das Workout auch durch. Aber zuerst jetzt erstmal eine Pre-Workout-Mahlzeit installieren, ordentlich Koffein tanken und das machen wir jetzt. Heutiger Pre-Workout-Stack, erstmal ein schöner Espresso, der wird in der Sonne genossen und dazu noch 80 Gramm Rice Pudding mit 40 Gramm Pro-Whey, schnell verdauliche Kohlenhydrate in Kombination mit Protein, also wirklich ideal. Und dann geht es circa 30 Minuten ins Training, dazu trinke ich jetzt noch einen Hydro, das sind nämlich essentielle Elektrolyte, Aquamin, Meeresmineralien drinnen. Hydration, super wichtig, gerade jetzt im Sommer, wo man sehr viel schwitzt, wo es auch sehr heiß bei mir im Home-Gym ist. Und danach gibt es noch einen Pump-Booster und dann steht in einer guten Push-Session nichts mehr im Wege. Der perfekte Tag ohne Pump-Booster für das Training könnte schwierig werden, darum gibt es noch den V8 Nitro, einen vollen Scoop, Peach Nectarine, damit der Pump auch stimmt. Übung Nummer 1 des Push-Trainings und zwar starten wir mit Strebbankdrücken an der Multipresse. Sehr, sehr gut, bewusst auch steil eingestellt, dadurch, dass wenn ich in eine Brücke gehe, dennoch meine oberen Brustmuskelfasern sehr gut stimulieren kann. Super Übung, ich möchte jetzt primär meinen oberen Anteil fokussieren. Da jetzt mal 2 Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen. Übung Nummer 2, eine Seated Cable Press mit besonderem Fokus auf die unteren Brustmuskelfasern. Auf einer leichten Schrägbank kann man super in jedem Studio nachmachen, ist jetzt noch ein Aufwärmsatz. Das heißt, schöne Schultern hinten fixieren, ganz in den Stretch, in die Negative und kontrahieren. Negative mitnehmen, Spannung aufbauen. Generell ein Kabelzug ist super für jedes Gym, weil man sich da so viele Maschinen nachbauen kann. Also super effektiv und ein absolutes Must-Have bei mir im Gym. Das ist die zweite Übung. Hier 2 Sätze, dann noch 2 Sätze Fleiß. Und dann sind das 6 Sätze für die Brustmuskulatur. Dann ist die Brust auch durch. Mehr an Volumen braucht es nicht. Lieber mit geringerem Volumen, hoher Intensität, dort stärker werden, Progression erzielen. Und dann geht auch einiges an Gains voran. Dritte Übung, Butterfly an der Maschine. Geht nochmal richtig gut rein. Sehr schön fokussiert. Kann ich wirklich sehr gut meine Brustmuskelfasern stimulieren. 2 Sätze, 12 bis 15 Wiederholungen nochmal ordentlich Blut reinbekommen. Bei der Ausführung priorisiere ich hier wirklich die gedehnte Position. Und es ist gar nicht mehr so wichtig, wie weit oder wie eng ich vorne zusammenkomme, sondern vielmehr den Stretch mitnehmen, die Dehnung spüren, denn diese ist stimulierender für den Muskelaufbau laut aktueller Studienlage. Dementsprechend schön diese Position überladen, Stretch spüren, mitnehmen und am Schluss noch ein paar Partials alles rausholen und dementsprechend mit 6 Sätzen alles aus der Brust rausgeholt. Und jetzt geht es auch schon weiter zur seitlichen Schulter, Seitheben am Kabelzug. Pump kommt gut. Brust ist auf jeden Fall voll und jetzt wird es Zeit, sich um diesen Part hier zu kümmern. Als Finisher gibt es jetzt noch 2 Trizepsübungen, jeweils 2 Sätze. Und zwar beginne ich mit Trizepsstrecken mit der Stange am Kabelzug. Ist wirklich eine super Übung, man hat kontinuierlich Spannung, kann in die volle Kontraktion nach vorne gehen, den Umkehrpunkt kontrollieren, die Spannung, die Dehnung mitnehmen, schönen Stretch im Trizeps spüren, halten. Und Schub nach vorne. 10 bis 12 Wiederholungen, 2 Sätze. Ich sag's euch, ein Satz davon und da kommt so viel Blut hinten in den Trizeps rein. Jetzt noch 2 Sätze mit dem Seilzug über Kopf, spüre ich richtig gut. Speziell für den langen Trizepskopf. Am Schluss nochmal bewusste Dehnung halten. 2 Sätze, 12 bis 15. Und damit ist das Push-Training durch. Jetzt mache ich noch kurz einen Bauchzyklus, den zeige ich euch jetzt aber nicht, weil ich bin schon direkt am Sprung. Werde noch kurz ins Pool springen, mich frisch machen und dann hole ich auch schon Patrick ab. Cabrio ist halt einfach geil. Und da geht's zum Porsche-Event. Ich freue mich drauf und dort sehen wir uns gleich. Was ein Traum. Home Gym, Pool, Garten, alles in einem. Einfach nur herrlich. So, wir sind angekommen und der erste Eindruck, der sieht auf jeden Fall schon vielversprechend aus. Boah, ein Elfer. Wahnsinn, überall Porsche. Ich glaube, das wird heute ein Spaß. Direkt mit Buffet werden wir hier versorgt. Warme Sachen gibt es auch. Chicken. Gains. Boah, es riecht gut. Schnitzel gibt es auch. Kartoffelsalat, Hammer. Das nehmen wir. Post-Bucket Meal ist safe. Boah, Wahnsinn, Lucky Punch. Schaut mal. Welche Schlüssel wir gezogen haben. 911 Cabrio. Es läuft hier nämlich fair ab.
Jeder darf den Schlüssel ziehen, ohne zu schauen. Und ich glaube, mit 911 Cabrio, wir tauschen zwar auch die Fahrzeuge, haben wir einen sehr guten Pick gemacht. Hammer. Na, da, 912B. Der ist es. Schaut mal, Freunde. Boah, das wird unser Ride, Freunde. Freunde, es ist soweit. Porsche 911 Cabrio ist es geworden. Richtig krank. Ich glaube, der Sound spricht für sich. Und zwar machen wir eine Tour durchs Burgenland. Ich glaube, wir sind jetzt so 15-20 Porsche in der Kolonne. Richtig geil, das Wetter stimmt. Patrick filmt gerade. Wir machen dann auch einen Fahrerwechsel. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also es macht einfach unglaublich Bock. Kann auch nochmal nützen, um seine Ziele zu visualisieren. Cabrio ist halt einfach geil. Das war absolut krank. Ich muss sagen, die Liebe, die wir aufgebaut haben in so kurzer Zeit, die hält für lange an. Also unzertrennlich. Unzertrennlich, das ist ein Traum. Ich sag's euch, der wird irgendwann in Erfüllung gehen. Visualisieren, hart arbeiten und dann geht sich das aus. Aber Wahnsinn. Es ist ein Fahrradtausch, jetzt gibt es eine kleine Kaffeepause, glaube ich. Und dann ist Patrick dran. Bin schon gespannt. Also ich glaube, selber hat man da ganz gute Kontrolle, wenn man fährt. Aber wenn der andere ins Gas steigt und man nicht weiß, was kommt, das ist dann schon spannend, ja. Aber Hammer. Also mit der View, mit dem Wetter heute hier noch zum Neusiedlersee, absoluter Traum. Also ich glaube, besser geht's gar nicht. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz ein bisschen das Interior. Und zwar schaut euch das einfach mal an. Die Kaffeepause ist durch und jetzt gab es einen kleinen Auto-Switch. Was haben wir jetzt? Das ist schon Cayman GTS. Ah, nice. Richtig schön was hier. Das ist neu. Kannst du Werbung machen. Neue Strand. Eine ganz nette Location hier. Kann man schon machen. Aber lieber wieder zurück zu Porsche. Macht, glaube ich, in unserem Fall mehr Sinn. So sieht das schöne Gefährt aus. Cayman GTS. Wir warten jetzt auf die andere Kolonne. Patrick fliegt kurz jetzt mit der Drohne, macht ein paar nice Shots. Cayman GTS, kurz beschleunigt. Ich kann euch an der Stelle mal kurz ein Handyvideo einblenden. Absolut krank. Also, das geht ab. Wow, Wahnsinn. Puls direkt auf 200. Herrlich. Macht Spaß. Aber ich sag's euch, als Beifahrer ist das immer eine ganz andere Wahrnehmung. Ja. Wenn man selber fährt, ist das so entspannt, aber kannst du halt auch nicht einschätzen. Man gibt die Kontrolle ungern ab, ne? Naja, es ist nicht ohne Grund, fährt man sonst immer selber. Im Rennsimulator sind wir auch immer gut gefahren. So schön. So, Freunde, wir haben jetzt getauscht. Auch sehr cool zum Fahren. Und so ein 911 Cabrio wäre natürlich nochmal cool gewesen. Aber dann haben wir mehrere Autos durch, drei Autos. Das ist auch angenehm irgendwie, die Größe mal, muss ich sagen. Man sitzt wesentlich höher. Spannend, gell? Ja. Zeigt das auch gleich, wie es vom Interior ausschaut. Alles schön matt schwarz. Das kommt heftig. Also, boah. Ui. 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 Boah, der drückt einen rein. Das ist Wahnsinn. Der hört es leider nicht. Elektrosportsound. Du, das ist was anderes. Alter, das Auto hat sich direkt verzogen. Echt, ey. Was war das gerade? Boah. Na, also das ist für mich, das ist kein Auto mehr. Was ist das? Ich steig nicht mehr. Man spürt richtig, wie der wegzieht hinten. Heftig. Freunde, wir genießen die Fahrt. Ich glaube, das ist jetzt eh schon die letzte, oder? Na, einmal Fahrradtausch machen. Der schwimmt doch richtig. Vor allem das Ängste ist, ich bin so wirklich 2-3 cm am Gas und der drückt einem rein. Muss ja als Beifahrer auch ganz komisch sein. Ja, da ist ganz wild. Da kommt so aus nichts. Ja. Du hörst vorher nichts und dann hörst du kurz so, okay, jetzt gibt er Gas und jetzt schaltet er halt kurz runter. Und da ist einfach nur, du merkst, dass er sich einfach ins Sitz reindrückt. Wollte ich noch kurz das Innenleben zeigen. Es war alles sehr schön in Schwarz gehalten, sehr schlicht, gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall, gell? Ja, alles ja, gut. Danke, eine ganz liebe. Mal gewonnen? Ja, das Glückskind. Am Anfang den richtigen Schlüssel gezogen und jetzt wieder bei Schere, Stein, Papier gewonnen. Freue mich. Das ist jetzt, by the way, das letzte Auto des Tages. Danach gibt es dann auch die Grillerei mit Adi Bittermann. Wird auf jeden Fall auch cool. Aber jetzt freue ich mich auf 911 Cabrio. Da sind auch auf jeden Fall schon alle hungry.
Und ich kann soweit sagen, ich habe am Anfang des Vlogs gesagt, ob es heute der perfekte Tag wird. Derweil sieht es ja danach aus. Geht's besser? Oh. Jawohl. So, die Tour ist durch und wir sind jetzt schon bei Adi Bittermann. Da gibt es jetzt noch eine Grillerei. Radler danach darf für den perfekten Tag auch nicht fehlen. Herrlich. Boah, Shrimps. Schaut hervorragend aus. Was gibt's da alles? So, jetzt Flügeleisensteak vom Rind, ja. Ja. Dann haben wir quasi Feierrind vom Dreieck, von der Kolbin. Ja. Dann habe ich Führung, dann habe ich das Filet, Flanksteak. Boah, es schaut wahnsinnig gut aus. Ah, wird schmecken, ja, gell. Aquaplaning auf der Zunge ist so programmiert. Schaut mal, Freunde, der erste Teller ist angerichtet. Und zwar haben wir hier ein Flat Aaron Steak. Hier, das weiß ich nicht ganz genau, ein Karree, ist aber auch noch sehr saftig. Vier schöne Garnelen, Gemüse mit dazu, hier noch Kaffiol, Kartoffeln. Und das ist mal die erste Ausbeute, aber ich glaube, da wartet noch einiges auf mich. Patrick hat auch zugeschlagen. Boah. Das jetzt mit maximaler Wertschätzung essen und genießen. Zweiter Teller darf nicht fehlen, noch einmal Flat Iron, Filets mit dabei. Hier nochmal so Spare Ribs, nochmal Shrimps, die waren sehr, sehr gut. Und so ein Krautsalat, bisschen frischer muss auch sein. Freunde, die Porsche stehen hier im Hintergrund. Wir haben jetzt noch sehr, sehr gut gegessen. Ich habe mir insgesamt 3 Teller geholt. Und jetzt gab es nochmal einen warmen Schokokuchen als Dessert. Und jetzt bin ich wirklich mehr als satt. Und ich würde sagen, wir haben definitiv den perfekten Tag getroffen. Eine Push-Session, noch ein bisschen die Sonne, ein bisschen das Pool genossen. Ordentlich hier eine schöne Rundfahrt mit diesen ganzen Schätzen hier gemacht und jetzt noch gut bei Adi Bittermann gegessen. War wirklich sensationell. Was für ein Tag, das muss ich erstmal verarbeiten. Ich bin mega platt. Ich hoffe, das Video, die Eindrücke haben euch gefallen. Daumen nach oben und Abo auf dem Kanal auf keinen Fall vergessen. Dann kommen auch bald wieder mehrere Videos. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt den Vlog genossen und wir sehen uns bald, wenn es wieder alles rund ums Training, Fitness, Ernährung etc. geht. Ich bin durch. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao, ciao.